Moin aus Hamburg. Heute bin ich mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs, und zwar auf dem Friedhof Ohlsdorf. Wie schön dieser Friedhof angelegt ist, möchte ich gerne mit euch heute erkunden. Der Friedhof Ohlsdorf ist der größte Parkfriedhof der Welt mit 389 Hektar. Deshalb habe ich auch heute das Fahrrad genommen, weil man zu Fuß überhaupt nicht an einem Tag durchwandern könnte. Wie schön dieser Friedhof angelegt ist, möchte ich gerne mit euch heute erkunden. Also kommt mit und schaut euch das an. Zu erreichen ist der Friedhof Ohlsdorf mit der S-Bahn bis Bahnhof Ohlsdorf. Es gibt aber auch direkt auf diesem Friedhof mehrere Buslinien, sodass man auch direkt auf den Friedhof mit dem Bus fahren kann, zum Beispiel zur jeweiligen Kapelle, zu der man gerade möchte. Dieser Friedhof ist äußerst abwechslungsreich in seiner Gestaltung und hat etwa 200.000 Grabstätten. Auf diesem Parkfriedhof gibt es auch einige 100.000 Rhododendronbüsche, die jetzt Anfang Juni wunderbar blühen. Insgesamt werden die Grünanlagen hier sehr gepflegt. Es bleiben aber auch immer mal Grünstreifen über, die der Natur sehr zugutekommen. Zu sehen sind auch sehr viele Wasservögel, die wenig Berührungsängste zu den Besuchern haben.
Auch die vielen verschiedenen Kapellen sind sehenswert. Keine ist wie die andere. Es gibt insgesamt 12 Kapellen hier auf dem Friedhof Ohlsdorf. Ein besonderes Highlight dieser Tour sind auch die vielen Statuen und Denkmäler, die hier zu sehen sind, die immer noch gepflegt werden und so für alle erhalten bleiben können. Um sich auf dem Friedhof zurechtzufinden, kann man entweder ein Navi benutzen, so wie ich das hier auf dem Fahrrad tue. Man kann sich aber auch einen Plan an verschiedenen Stellen des Friedhofes besorgen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr kommt selber einmal vorbei. Und so sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.